wieder von mir. Heute möchte ich wieder einen Vlog machen, denn inzwischen habe ich von euch viele Fragen bekommen, wie zum Beispiel, wie kann ich Deutsch schnell lernen? Kann ich das Niveau B1 innerhalb einem Jahr oder 2 Jahren erreichen? Also solche Fragen haben mich wirklich genervt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich darauf antworten soll. Es kommt darauf an, wie ihr Erfolg definiert. Messt ihr euren Erfolg durch gute Noten oder bestandene Prüfungen? Dann müsst ihr einfach nur Vokabeln, Grammatik regeln oder Mustertexte pauken. Viele schaffen es auch in kurzer Zeit. Aber aus meinen eigenen Erfahrungen würde ich euch das nicht empfehlen. Erinnert euch bitte daran, viele Personen haben in der Schule jahrelang Englisch gelernt, aber trotz guter Schulnoten ist nicht jeder in der Lage, sich selbstbewusst auf Englisch auszudrücken oder traut sich mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Wir lernen eher für die Schule statt für das Leben. Das geht aber überhaupt nicht, wenn ihr in Deutschland erfolgreich studieren wollt. Ich kenne viele vietnamesische Studierende, die zwar jahrelang in Deutschland gelebt haben, aber nicht einmal einen vernünftigen Satz finden können. So könnten für euch viele Nachteile entstehen, nicht nur im Studium, sondern auch im Berufsleben. Gute Noten sind kein entscheidendes Auswahlkriterium bei der Bewerbung, sondern eher eine hohe Kommunikationsfähigkeit. Also, man muss sich gut verkaufen können. Im Allgemeinen muss man schon gut Deutsch sprechen, wenn man in Deutschland Karriere machen möchte. Als ich neu in Deutschland angekommen bin, konnte ich nicht viel verstehen und sprechen. Es ist auch leicht zu verstehen, denn man braucht eine gewisse Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Aber das bedeutet nicht, dass je länger man in Deutschland lebt, desto besser wird man Deutsch sprechen. Wenn ihr nur mit euren Freunden aus Vietnam rumhängt, habt ihr natürlich weniger Chance, Deutsch sprechen zu üben. Ehrlich gesagt, muss man nicht unbedingt ins Ausland gehen, um eine Fremdsprache fließend sprechen zu können. Wichtiger dabei ist, dass man sich mit der Fremdsprache umgibt. Also wir zum Beispiel in Vietnam hören und sprechen wir unsere Muttersprache andauernd, von daher können wir alle so gut vietnamesisch. Warum machen wir nicht das Gleiche mit dem Deutschlernen? Ich persönlich lerne meistens durch Hören und Sehen. Als ich noch in Vietnam war, habe ich täglich im Fernsehen deutsche Nachrichten angeschaut. Natürlich konnte ich nicht alles verstehen, aber somit konnte ich mich mit der Sprachmelodie vertraut machen und so das Sprachgefühl entwickeln. Auch wenn ich bereits in Deutschland bin, höre ich noch täglich vor dem Schlafen Audiobeiträge auf deutsche Wähler. Ich bin kein großer Fan von deutschen Filmen. Stattdessen schaue ich mir Dokus auf Deutsch an, da ich mich unheimlich gern für Länder und Kulturen interessiere. Ich gehe auf YouTube, gebe zum Beispiel Doku Dubai ein, dann finde ich tausende Videos über Dubai, wodurch ich interessante Sachen über das Land erfahre und auch gleichzeitig dazu Vokabeln lerne. Ich bin kein fleißiger Lerner, egal ob ihr glaubt oder nicht, ich kenne mich ja. Ich kann nicht stundenlang am Tisch sitzen und Vokabeln pauken, das ist mir zu langweilig. Also Notizhefte, in die ich mir Vokabeln aufgeschrieben habe, schlage ich selten auf. Stattdessen lese ich sehr viel, also ich lerne Vokabeln durch Lesen. In meinem Fach Erziehungswissenschaft müssen Studenten sehr viel lesen und schreiben, um zum Beispiel 50 Bücher und Texte innerhalb einer Woche zu lesen, kann ich nicht jedes neues Wort nachschlagen, sonst komme ich nie voran. Ich versuche immer, die Bedeutung des Wortes aus dem Kontext zu erschließen. So kann ich mir die Wörter schneller einprägen und auch länger behandeln. Ihr könnt auch Zeitungen oder Zeitschriften lesen. Es gibt im Internet zahlreiche kostenlose Online-Zeitungen. Ich würde euch empfehlen, ein Nutzerkonto bei Xing zu erstellen und die Studenten-News zu bestellen. So könnt ihr täglich eine E-Mail mit einer Zusammenstellung von Online-Artikeln rund um Studium und Arbeiten in Deutschland, was ich sehr hilfreich finde. Und das ist auch absolut kostenlos. Um gut Deutsch zu sprechen, muss man natürlich sprechen üben.
Ihr könnt nicht jeden Tag mit euren Freunden Vietnamesisch sprechen und erhofft euch eines Tages perfekt Deutsch zu sprechen. Es ist überhaupt nicht möglich. Aber wenn man in eine neue Umgebung kommt, ist es auch nicht so einfach, Freundschaften zu schließen. Deutsche sind allgemein distanziert, sie werden nicht auf euch zugehen. Von daher müsst ihr aktiv sein. Als ich noch im ersten Semester meines Bachelorstudiums war, habe ich gleich an einem Medienprojekt an der Uni teilgenommen. Da habe ich gelernt, Drehbücher zu verfassen, Interviews zu führen und Podcasts zu produzieren. Wichtiger dabei ist, dass ich die Chance hatte, mit Deutschen in Kontakt zu kommen und Deutsch zu sprechen. Es gibt an jeder Uni solche sozialen Aktivitäten. Schaut euch mal rum und zögert nicht, euch dabei zu engagieren. Aber Deutsch Sprechende ständig um sich zu haben, reicht noch nicht aus, um selbst einmal fließend Deutsch sprechen zu können. Es gibt Menschen, die zwar viele Jahre in Deutschland gelebt haben, aber immer noch Probleme mit der Aussprache haben, sodass Deutsche sie kaum verstehen können. Also, man muss bewusst an seine Aussprache fallen. Es gibt zahlreiche Methoden, um das zu machen. Ich zum Beispiel führe vor dem Schlafen oft noch ein Selbstgespräch über irgendein Thema und nehme es mit meinem Smartphone auf. Wenn ich die Aufnahme abspiele, kann ich meine Fehler erkennen und wissen, was noch zu verbessern ist. Am Anfang könnte es sich seltsam anfühlen und ihr seid die Sprache noch nicht so gewohnt, dass ihr frei und sicher sprechen könnt. Aber ich mache nichts, euch hört keine zu. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr Vokabeln gleich anwendet und es eigenständig sehr zusammenbaut. Ihr werdet sehen, wie schnell ihr euch so an die Sprache gewöhnt und es wird auch viel einfacher fallen, in der Sprache zu sprechen. Und der Denkfluss wird auch schneller und natürlicher. Für mich, solche Vlogs auf Deutsch zu machen, ist auch eine Methode, mit der ich meine Sprechfertigkeit verbessern kann. Wollt ihr auch Deutsch fließend und selbstbewusst sprechen? Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt. Wenn ihr andere Lernmethoden kennt oder irgendwelche Probleme mit dem Sprechenlernen habt, lasst mich sie in den Kommentaren wissen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.